Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors und unserer Kooperationspartner, das Naturhistorische Museum in Wien und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, begrüße ich Sie herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung im Livestream. Heute Abend findet nun die dritte und leider schon letzte Veranstaltung des Begleitprogramms zur Ausstellung Der kalte Blick, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow statt. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Ausstellung jetzt mehrere Monate geschlossen. Wir haben dennoch am Begleitprogramm festgehalten, um Ihnen Einblicke in wichtige Kernthemen der Ausstellung geben zu können und auch einzelne Aspekte vertiefen zu können. Derzeit ist die Ausstellung längstens jedoch bis zum 11. April. Angesichts der aktuellen Entwicklung ist jedoch nicht abzusehen, ob wir gegebenenfalls wieder schließen können. Wir möchten Sie daher bitten, sich auf der Homepage der Topographie des Terrors über die Öffnungszeiten und die Zugangsbedingungen regelmäßig zu informieren. Vom 5. Mai bis zum 14. November wird die Ausstellung dann in Wien im Haus der Geschichte Österreichs zu sehen sein. Danach werden wir die Ausstellung noch einmal in der Topographie in Berlin zeigen, voraussichtlich ab etwa Ende November. Das Thema des heutigen Abends ist Rassenforschung und Rassenanthropologie im Nationalsozialismus. Als Referenten begrüße ich sehr herzlich Professor Dr. Paul Weintling. Aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen kann er heute leider nicht persönlich hier sein, was ich sehr bedauere. Er ist uns aber aus Oxford in England zugeschaltet und wird gleich sein Fach halten. Professor Dr. Paul Weintling ist Research Professor für Geschichte der Medizin an der Brookes University in Oxford. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie Preisträger des Anneliese-Meyer-Forschungspreises der Alexander von Humboldt-Stiftung. Professor Weintling forscht unter anderem zu Wissenschafts- und Medizingeschichte im Nationalsozialismus und zur Geschichte der Eugenik. Zu seinen Veröffentlichungen zählen unter anderem Victims and Survivors of Nazi Human Experiments, Science and Suffering in the Holocaust, erschienen 2014, sowie der Aufsatz Mobilizing Against Nazi Racial Science, the International Front Against Nazi Race Theory, erschienen 2019. Professor Weintling und ich werden im Anschluss noch ein kurzes Gespräch führen. Die Veranstaltung wird um 20.15 Uhr enden. Ich darf nun das Wort an Professor Weintling übergeben. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und für die sehr viel zu lobende Einführung. Meinerseits möchte ich ein Lobenswort zu dieser Ausstellung, die die Lebensgeschichte der Juden von Tarnow darstellt, an der Schwelle der Vernichtung. PowerPoints sind, muss mich entschuldigen, ich versuche mit den PowerPoints weiterzukommen. Die PowerPoints sind gefroren. Wirklich Entschuldigung, es erscheint alles, allerlei Sachen auf meinem Schirm. Die Grundfrage ist, inwieweit ist das eine opportunistische Wissenschaft?
Die Rolle der Rassenforschung im Kontext des Holocaust ist sehr umstritten. Inwieweit haben Rassenforscher eine Rolle einerseits in der Planung und Durchführung der Etappen der Endlösung, andererseits inwieweit war die Endlösung der Juden und die Ermordung anderer unerwünschten Bevölkerungsgruppen eine Gelegenheit für die Forschung? Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erstellten Gutachten, die Erfassung und Aussonderung von Juden, Sinti und Roma und Erbkranken und Asozialen dienten und lieferten Begründungen für die Zwangssterilisation und die Euthanasie. Okay. Dazu eine Bemerkung, eine Vorbemerkung. Das Rasse ist an sich ein Begriff, das war besonders unter Nationalsozialismus ein ideologischer Kampfplatz. Das heißt, es ist kein festgelegtes Begriff. Es gab verschiedene Arten der Rassentheorien, beispielsweise mit Vererbung verbunden, mit Gesichtsausdrücken, mit der sogenannten Rassenpsychologie. Und damit gab es konkurrierende Forschergruppen und dann verschiedene Allianzen zwischen Forschern und NS-Funktionären. Und so hat es damals funktioniert. Hier werde ich vier Fälle jetzt darstellen. Erstens die Sterilisation der sogenannten Rheinland-Bastarde. Die Täter waren Wolfgang Abel und Eugen Fischer vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie. Zweitens der Plan, eine jüdische Skelettsammlung zu verwirklichen und die Forschung von Hans Fleischhacker und Bruno Beger über jüdische und verbundenen asiatischen Rassenmerkmale. Drittens die Vertreibung und Ghettoisierung der Juden im Wartegau und in besetzten Warschau, um jüdische Gehirne zu sammeln. Und hier begegnen wir der Neuropathologe Julius Hallervorden vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung. Und letztlich die Forschungen von Josef Mengele über jüdische Zwillinge im Auschwitz und wie er die Zwillinge sammelte. So komme ich zuerst zu der Sterilisierung dieser Begriff der Rheinland-Bastarde. Das heißt einfach eine Art von Vermischung zwischen zwei Geschlechtern. Und hier stoßt man an den Propagandaschriften von Wolfgang Abel. Das sieht man hier, Bastarde am Rhein. Oben die französischen farbigen Truppen. Und es erschien im Neues Volk, Blätter des Rassenpolitischen Amtes NSDAP. Wer war dieser Wolfgang Abel? Abel war der Sohn eines sehr namhaften Paläontologe, Ottenio Abel, Hochschulprofessor in Wien, der auch ein Befürworter des Antisemitismus war. Der junge Wolfgang Abel wurde Assistent im Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie und er machte eine sehr steile und schnelle Laufbahn. NSDAP, SS, dann im Rasse- und Siedlungshauptamt und war 1941 außerordentlicher Professor und 1943 sogar der Nachfolger von dem namhaften Anthropologe und Gründer des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie als Ordinarius an der Berliner Universität. Und er war auch, er hat auch umfassende Rassenselektion in Russland geplant und ist ein sehr aktiver, nicht nur Rassentheoretiker, aber praktischer, bei der praktischen Anwendung von Rassenmaßnahmen sehr aktiv.
Im Juli 1933 prüfte Abel eine Gruppe von jungen Kindern aus Wiesbaden. Diese Kinder, die waren alle zwischen 1920 und 1921 geboren. Und es bestand aus 27 Teil-Marokkaner-Kinder und sechs mit einer sogenannten Annamiten, das heißt mit heutzutage würde man sie als vietnamesisch bezeichnen. Abel bezeichnet alle diese Kinder als geistes- und physisch minderwertig. Er hatte Beziehungen zu Walter Gross vom rassenpolitischen Amt und Gross empfahl Zwangssterilisierung statt Zwangsemigration. Und die Anthropologen und Fischer und Abel nahmen die Sterilisierungen als Gelegenheit, ihre Forschung weiter zu betreiben. Und rechts sieht man die Bilder der Kinder, die massenhaft erscheinen, aber die sind Bilder ohne Namen. Das heißt, die Kinder werden ständig anonymisiert. Aber es gibt einen der Kinder, der später im Leben mehrmals beim Interviews mit Historikern über seine Erfahrungen sprach. Das ist Hans Haug. Er war geboren in Frankfurt 1920. Sein Vater war ein algerischer Soldat. In 1933 war Hans Mitglied der Hitlerjugend, aber 1937 war er zwangssterilisiert. Und er beschreibt es in einem Interview, wie die Gestapo-Offiziere sammelten die Kinder. Und er sagte, wir waren alle es war für uns ein fürchterliches Erleben. Aber wir verstanden gar nichts über Sterilisation und Kastration. Und das war in der Tat durchgeführt und auch über 14 Tagen Vermessungen und auch psychologische Beobachten. Später hat Hans Haug in der Wehrmacht sehr patriotisch mitgekämpft. Außer Hans Haug und sieben sonstige Opfer wissen wir gar nichts über die sonstigen 377 Jugendlichen, die damals sterilisiert waren. Ob sie damals deportiert waren, ob sie zur Zwangsarbeit gingen oder vielleicht waren sie doch integriert. Das NS-Dokumentationszentrum Köln 202 sagte, niemand von ihnen hat bis heute eine Entschädigung erhalten. Die Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus blieb diesen Menschen versagt. Der Haupttäter Abel, er hat lange gelebt und er hat eine lange, ruhige, angenehmes Leben, kann man sagen. Nach dem Krieg, er war kurz interniert und dann genoss Abel eine Zeit als Porträtmaler am Mondsee im Salzkammergut und da blieb er, ohne irgendeine weitere, er hat dann sein ruhiges Leben damals sehr genossen. Okay, jetzt bin ich, ja. Meine zweite Figur ist Hans Fleischhacker. Machte auch einen guten Laufbahn, war NSDAP-Mitglied, meldete sich zur Waffen-SS. Er sollte in einem Unternehmen Kaukasus zu einer geplanten Untersuchung von Bergjuden. Am 8. Juni 1943 habilitierte Fleischhacker an der Universität Tübingen mit einem Habilitationsschrift über Handabdrücke von Jüdinnen und Juden aus Litzmannstadt. Er wollte damit die rassische Sonderstellung von Juden nachweisen. Und hier sieht man rechts einen der Handschriften. Aber zwei Tage nach der Habilitation, die Probevorlesung,
war er schon bei einem Sonderauftrag Auschwitz aktiv. Die Habilitationsschrift ist verschwunden. Und als ich das hörte, dachte ich, oh, vielleicht bei Margit Berner, die Organisatorin von dieser von der Ausstellung Der kalte Blick, vielleicht könnte man doch die Habilitation finden. Und in der Tat war das richtig. Sie sehen hier einen Bürstenabzug, was nie veröffentlicht war, über die Habilitation. Und das zeigt, dass die Handabdrucken waren von zwei Anthropologen gemacht, nicht von Fleischacker, schon im Januar 1940 von Frau Dr. Hella Poch aus Poch aus Wien und Sophie Erhardt im Auftrag der Rassenhygienischen und Kriminalbiologischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamts. Wer war Sophie Erhardt? War schon aktiv im KZ Sachsenhausen beim Anthropologischen Forschung und auch im Dachau und dann 1940 im Ghetto Litzmannstadt, früher Wutsch. Und ab 1943 war sie als Sinti und Roma-Expertin aktiv in Tübingen, wo sie dann blieb, lange Zeit. Und die Wienerin Hella Pöch, hat früher Forschungen über sephardische Juden geplant in einer niederländischen KZ Ommen. Aber bei dieser Forschung, es war immer so, die Forschung ist an der Schwelle der Vernichtung. Und in diesem Fall war sie zu langsam und der Lager war schon geräumt. Und als Ersatz ging sie nach Litzmannstadt, um die Handabdrücke zu machen. Leider in diesem Fall haben wir wenig Namen, die stehen hier und sind nur Nachnamen. Das heißt, die Handabdrücke sind sehr anonymisiert. Ich schätze, es muss aber ein Register geben, die den Nummern der Handabdrücke mit den vollständigen Namen, ein Link. Was war dieser Sonderauftrag Auschwitz? 10. Juni 1943, Fleischhacker unternahm mit Bruno Beger und Gabel Messungen an 109 Juden und 6 asiatische Typen. Danach waren einige Häftlinge entlassen. Manche hatten auch Infektionen. Aber 86 Juden waren in das KZ Natzweiler in Elsass transportiert. Und nach weiteren Vermessungen wurden sie zwecks der geplanten jüdischen Skelettsammlung des Anatomen August Hirt, ein Anatom an der Reichsuniversität Straßburg, vergast. Die Opferbiografien sind von Hans-Joachim Lang sehr umfangreich erstellt. Der Link steht unten. Hier ist eine Abbildung von dem Mageninhalt mit Kartoffelschalen des letzten Essens des Berliner Juden Menachem Tafel vor seiner Vergasung. Und das habe ich fotografiert kurz vor die Beerdigung. Es war betrachtet als Körperteil mit einer größeren Haut. Haut. Es war da als Beweis von dem dass die Franzosen haben dieser Mord der 86 Juden schon kurz nach dem Krieg schon untersucht haben. Nur, dass die 86 namenlos waren.
Und ein Beispiel von einem der Opfer, nur ein der Opfer, Alice Simon, sie war, obgleich das eine jüdische Skelettsammlung, war sie 1920 evangelisch getauft. Und sie unterstand die Messungen Juni 43 in Auschwitz, in Auschwitz. Und dann, sie war ein der 86, die dann mit Giftgas am 11. August 43 ermordet. Jetzt komme ich zu meinem dritten Komplex. Und das geht über eine sogenannte Serie M. M für Militär. Und hier sieht man, was es steht über diese Reihe von den sogenannten Militärgehirne im Max-Planck-Archiv in Berlin-Dahlem. Man hat einen Nachname, eine Diagnose, Ort und Nummer. Und hier sieht man mehrhaft Warschau. Das heißt, der deutsche Militär hat Autopsien durchgeführt unter Militäraufsicht im jüdischen Krankenhaus Warschau 1940. Hier sieht man ein Beispiel von einem Isaac Wesolek, der Juni 1940 verstorben war. Und was wir auch wissen, ist, dass seine letzte Adresse in Warschau war ein Asyl für jüdische Flüchtlinge. Hier abgebildet. Das heißt, er war vertrieben und diese Asylen waren dicht überfüllt. Und damit war der Gefahr von Fleckfieberinfektion sehr wahrscheinlich. Und hier sieht man diese pathologische Abteilung im jüdischen Krankenhaus Tschiste. Das war wirklich höchst modern. Und die Autopsie war in diesem jüdischen Krankenhaus von einer Assistenzarzt der Reserve, Dr. Karl Böhne, der pathologisch-anatomische Heeresuntersuchungsstelle Warschau, durchgeführt. Und sein Gehirn war dann zuerst zu den militärmedizinischen, zu den Militärärztlichen Akademie in Berlin geschickt und dann kam es zu dem Kaiser Wilhelm Institut für Hirnforschung. Und es gibt mindestens 160 Gehirne von Juden, die nach Berlin Buch kamen. Julius Hallervorden, der Neuropathologe, hat diese Militärabteilung geführt. Wir sehen hier, dass er hatte einen Militärrang sogar als Kriegsarzt und er war auch dekoriert. Das sieht man auch, dass er sein Kriegsverdienst die Verleihung dieser Kriegsverdienstkreuz, obgleich er den ganzen Krieg nur in Berlin-Buch war. Aber diese Quelle von Gehirne endete, als das jüdische Krankenhaus Ende 1940 in das Ghetto übersiedelte. Einige Gehirne kamen noch, 41, auch von Juden aus Lublin. Und dann hat Hallervorden vorwiegend mit Euthanasie-Gehirne geforscht. Die Gehirne machten dann auch eine Reise. Das heißt, von Warschau
nach Berlin Buch 1940, 44 Transport nach Dillenburg in Hessen und dann 49 nach Gießen und eventuell an das Edinger Institut in Frankfurt. Hier sieht man die Wesolecks Gehirn. Die konnte ich identifizieren, einfach von dein M-Nummer aus diesem Register, M58. Und das ist neulich fotografiert worden. Das heißt, aus einer Nummer kann man eine tragische Lebensgeschichte rekonstruieren. So, als letztes Beispiel will ich Mengeles Auschwitz-Forschungen, das ist auch eine Episode vom Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie, darstellen. Mengele, dein Laufbahn ist gut bekannt. Er war im Waffen-SS, er war in den Panzerdivision Viking, Anfang 1943 verwundet, kam dann nach Berlin. Er besucht Ottmar von Verschoor im Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie und dann im Mai. Ende Mai 1943 kam er nach Auschwitz. Zuerst führte er das sogenannte Zigeunerfamilienlager. Dann war er allgemeiner Lagerarzt in Auschwitz-Birkenau. Und er machte ständig Selektionen an der Ankunftsrampe. Und bei der einströmenden Massen konnte Mengele ab 1944 Zwillinge für seine Forschung aussondern. Das heißt, mit Mengele sieht man einerseits, kann man sagen, Mengele war in den NS-Vernichtungsnahmen hatte er eine Rolle an der Ankunftsrampe, die Personen für Zwangsarbeit innerhalb der Lager oder sofort zu den Gaskammer zu senden. Aber die Zwillinge, das hat Mengele hat in seiner Freizeit die Zwillingsforschung unternommen. Und das ist ich betrachte das sein Unternehmen für die Zwillinge nicht als eine Art Außeninstitut vom Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie. Das ist alles im Lager improvisiert. Er selektiert die Zwillinge, sie sind sehr selten an der Rampe, manchmal mit Eltern oder sogar drei Generationen. Und ab Juni 1944, es gibt ein Pathologenteam unter Miklos Nischli. Es gibt auch Künstler, es gibt Anthropologen, die sind alle Häftlinge. Ein der Zwillingsvater musste auch Karten über die Zwillinge zeichnen. Und es gab, und Übersetzungen waren auch gemacht. Das heißt, er arbeitete mit einem sehr großen Häftlingsteam, die Forschungen durchführten. Wir sehen hier rechts von Dina Gottliebova, die Künstlerin, ein bekanntes Bild, ein der Zigeuner, eine der, ich glaube, sie ist Roma, ein Bild, was für Mengele vorbereitet war. Wie kann man die Identitäten der Zwillinge erkennen? Und es gab, Mengele gab Verordnungen. Hier sieht man in der Mitte, ein hat die Unterschrift von Mengele und man sieht die Nummern von den Zwillingen, Namen von den Zwillingen, auch ein Datum. Das ist Blutmaterial zur Untersuchung von einem Wassermann
und ein Weil Felix, bakteriologische Probe. Interessant hat Mengele immer den Namen von den jüdischen Forschern, die die Proben erfunden haben. Und auch von den einfach von Urin, von Urinproben. Hier hat man eine längere Auflistung von Zwillingen. Und so kann man die Zwillinge identifizieren und sehen ein gewisses Fenster zwischen Juni und 1944 und Ende November. Und in diesem Fenster hat Mengele die Forschungen durchgeführt. Das heißt, viel kürzer, als was man öfters darüber liest. Die Zwillingsforschung kam etwa nach seiner Tätigkeit in den Sinti-Roma-Lager. Und wie viele Zwillinge gab es? Schon viel, aber nicht so viel. Man liest öfters ein Ziffer von 3000 Zwillinge. Das passt nicht zu den Ziffern von den Zeitzeugen. Lucy Adelsberger, eine Ärztin, die selber über ihre Lebenserfahrungen in Auschwitz geschrieben haben, hat gesagt, 732 Zwillinge. Puschina, eine polnische Anthropologin, sagt 650. Und so sieht man, man hat in den etwa 700 Zwillinge. Und auch ein Ziffer von einem den Häftlinge. Und sie sagt, dass 100 Zwillinge waren für Forschungszwecken ermordet. Ist sehr wahrscheinlich, denke ich. Ich habe mich bemüht, die Zwillinge zu identifizieren, personenbezogen zu identifizieren. Und hier sieht man, dass es gab vorwiegend Zwillinge aus Ungarn, 225, und auch aus der Tschechoslowakei und die Slowakei. Etwas kompliziert, weil die Slowakei war zum Teil von Ungarn annektiert. Dazu kann man einige Zwergen dazugeben, sind sehr bekannt. Und interessanterweise gab es eine größere Anzahl von gefälschten Zwillingen. Bis jetzt habe ich 27 solche unechte Zwillinge gefunden, identifiziert. Manche, beispielsweise Andra und Tatjana Bucci, die waren Schwester, sie waren nach den italienischen Rassengesetzten Juden, aber nach den deutschen Rassengesetzen waren sie eher römisch-katholisch und so ein jüdisch-römisch-katholischer Mischling. Das heißt, die Identität der Zwillinge ist komplexer, als was man erwartet. Ich komme jetzt zu einigen Schlussbemerkungen. Drei der Täter kamen nie vor ein Gericht. Das heißt Abel, Hallervorden und Mengele. Mengele war natürlich gesucht, aber er wohnte am Ende seines Lebens ziemlich im offen, würde ich sagen, an der Küste von Brasilien. Eine Ausnahme ist 1971 für den Fleischhacker vom Landgericht Frankfurt, aber er war freigesprochen. Und er arbeitete dann weiter als Professor an der Universität Frankfurt. Und die Täter waren dann Täter
in einem doppelten Sinn. Das heißt, einerseits für die Durchführung der Besatzungspolitik und einer eliminatorischen Rassenpolitik. Haleforden kann man das auch sagen, ja, für die Besatzungspolitik, weil die Hirnforschung an Fleckfieberkranken, an Fleckfieberkrankheiten war für die Versorgung des deutschen Wehrmachts zu verbessern. Andererseits, es gibt die, es, was aber sehr, wie kann man sagen, sehr im Vordergrund ist, die Ausbeutung der Opfer für Rassen und sonstige medizinische Forschung. Opfer sind öfters vernachlässigt, sind nebenbei berücksichtigt. Man sieht es bei den Opferkörperteilen, dass sie früher kollektiv beerdigt waren. Aber die Gewinnung von Körperteilen ist bis jetzt, wir sind an eine Änderung gekommen, aber das ist viel zu wenig berücksichtigt. Und für die Überlebenden, sie sind gar nicht oder viel zu spät entschädigt. Das sieht man bei den zwangssterilisierten Mischlingen, die Mengele-Zwillinge erst, die überhaupt nicht entschädigt waren, und die Mengele-Zwillinge erst ab 1985, das heißt sehr spät. Es gibt auch eine Anonymisierung der Opfer und das führt zu einem, und wenn das verbleiben anonymisiert, in Erinnerung und absichtlich und öfters nicht erwähnten Todesumständen. Und zum Schluss, das heißt, wir haben hier die Durchführung einerseits von einer tödlichen Rassenpolitik und andererseits von einer Forschung, die die Forscher als eine einmalige Gelegenheit betrachten. Ist ein hervorragendes Beispiel dieser Trennung, als er sich in beiden Bereichen betätigte. Haleforden war auch opportunistisch um Gehirne im Zuge der Besetzung Polen und danach im Rahmen der Tötung von Patienten zu gewinnen. Obgleich die Sterilisation der Rheinland-Jugendlichen Rassenpolitik und Rassenforschung dienten, waren die Wissenschaftler sehr opportunistisch. Das heißt, als Schluss Bemerkung sage ich, dass die Wissenschaftler sahen die Militärbesatzung und die Judenausrottung als eine einmalige Forschungsangelegenheit. Und das ist auch evident in der Ausstellung Der kalte Blick. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für den spannenden Vortrag. Ich denke, wir können jetzt noch einzelne Aspekte noch mal vertiefen. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass ein zentrales Anliegen von Ihnen ist, die Identitäten von Opfern, also vor allem von Präparaten, die sich heute noch in verschiedenen Sammlungen befinden, menschlichen Präparaten aufzuspüren und die Provenienz dieser Präparate festzustellen und auch den zu der Identität oder Ähnliches zu realisieren. Und Sie haben vorhin im Beginn eine Folie übersprungen und ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, weil das, glaube ich, passt, nämlich dass es auch eine Datenbank gibt über Opfer der NS-Zwangsforschung. Und ich fände es spannend, wenn Sie dazu noch mal ein bisschen etwas berichten könnten. Und am Ende passt das auch wieder sehr zu unserer Ausstellung Der kalte Blick, denn auch Frau Berner, die Mitkuratorin der Ausstellung,
ist, war es, glaube ich, von Anfang an bei Ihren Forschungen ein großes Anliegen, die Geschichten der Jüdinnen und Juden, die von den Forschungen betroffen waren, aufzuklären und auch Überlebenden und ihren Familien ein Stück der Geschichte da auch zurückzugeben. Deswegen fände ich es schön, wenn Sie das noch mal ein bisschen ausführen könnten. Recht, ich habe das leider übersprungen. Bis jetzt habe ich 28.150 Opferbiografien. Das ist ein, es ist natürlich, mein Anteil ist nur ein Anteil hier. Ich mache viel Forschung selber, aber das ist auch eine Zusammenlegung von den Arbeiten von Kollegen. Sie sehen hier, das ist als Collaborative Database. Weil früher gab es überhaupt kein Evidence-Based Idee von wie viel Forschungsopfer gab es und was für Forschungsopfer es gab. Und ich finde das auch ganz genau wichtig, Kontakt, es ist eine Möglichkeit dann, Familien zu informieren und zu erklären. Ich kann Ihnen, heute habe ich von einem französischen Familien, die Nichte hat mich kontaktiert. Die Schwester der Opfer ist 102 Jahre alt und sie hat zur Verfügung ein Foto gestellt. Und es geht um ein jüdisch-französische Soldat, der in einem algerischen Regiment diente. Und die Familie interessiert sich sehr, warum es gibt noch Gehirnteile in München im Kaiser Wilhelm Institut für Psychiatrie. Und es gibt eine Gruppe von verstorbenen alliierten Kriegsgefangene. Und das ist nicht nur wichtig über die ein Schicksal von der Verwandte, aber auch, dass es noch Hirnteile gibt. Hier hat die Familie ein berechtigtes Interesse und diese Ansammlung von Gehirnpräparate, es ist natürlich sehr groß angelegt von den verschiedenen damaligen Kaiser-Wilhelm-Instituten, aber es ist nicht nur eine Frage des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Beispielsweise in Tübingen, man hat von dem Krankenhaus von dem Berliner Psychiatrischen Krankenhaus der Pathologe Ostertag hat von 102 Kindern die Gehirne nach Tübingen für seine weitere Forschung übernommen. Und hier hätte auch Familien ein berechtigtes Interesse daran. Einerseits, andererseits, es ist natürlich, es ist historisch relevant zu sehen, dass während des Krieges es gab eine Intensivierung solcher Forschung. Hier ist eine übersehende Aspekt der Forschung, die längst fällig ist, obgleich es ist leider sehr spät. Wie gehen denn Forschungsinstitute damit um, wenn solche Präparate in ihren Sammlungen festgestellt werden? Also was Sie jetzt gerade berichtet haben, werden diese Präparate an die Familien für eine Bestattung zurückgegeben? Was machen die Institute damit? Okay. Die Familien sollen informiert sein. Und die Familien sollen auch über die... Sie fragen auch wieso ist das gekommen? Wir dachten, dass wir hatten von dem Onkel das Körper
zurückbekommen. Aber ich kann genau sagen, an diesem Tag hat man Hirn entfernt. Und weil es noch Hirnteile gibt, es ist unbedingt nötig, dass die Familie das weiß. Und das ist eine Frage der Kontakt mit der, ich bin eher als, wie kann man sagen, unabhängiger Forscher, aber das ist eine Frage von dem Institut selber, die eine würdige Kommemoration durchzuführen in Zusammenhang und in Vereinbarung mit der Familie. Als Historiker bin ich, mache ich die, den bin ich verantwortlich, einen Kontakt zu erstellen. Okay, das heißt, Sie erstellen den Kontakt und die, stellen die Kommunikation sozusagen her zwischen Familien und Instituten und alles Weitere ist dann den Familienangehörigen überlassen und da sind Sie jetzt auch nicht weiter involviert. Ja. Ja. So, okay. Sehe ich das. Und früher hat man den Namen der Opfer öfters geschwärzt. Mhm. Das sieht man öfters in den Dokumenten und auch in Ausstellungen. Und, und es gab früher kollektive Bestattungen. Und ich denke, als Historiker ist die Provenienzforschung sehr wichtig und dann die Entscheidungen kommen danach. In der näheren Vergangenheit sind ja immer wieder menschliche Präparate, Knochen, Organe von Menschen aus der NS-Zeit in medizinhistorischen Sammlungen oder auch in rechtsmedizinischen Instituten aufgetaucht, deren Provenienz teilweise, aber auch nicht immer vollständig aufgeklärt worden ist. Es gibt ja auch das Beispiel hier direkt aus Berlin, dass Knochenfunde getätigt wurden auf dem Gelände der Freien Universität Berlin im Jahr 2014. Götz Ali hat kürzlich in einem Artikel darauf aufmerksam gemacht und auch den Umgang damit, wie ich finde, zu Recht kritisiert. Im Nachgang dazu haben weitere Grabungen stattgefunden auf dem Gelände und die sind auch archäologisch untersucht worden. Und dennoch stellt sich die Frage, wie man eigentlich mit solchen Funden weiter umgehen soll. Sie haben auf die Provenienzforschung nochmal verwiesen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben, was dort wichtig ist und was mich interessieren würde, weiß man, inwieweit inzwischen in diesem Bereich eigentlich alle Sammlungen, ich sag mal, durchsucht, durchforstet worden sind oder besteht immer noch die Möglichkeit, weitere Funde zu machen, weil auch manche Bestände vielleicht noch nicht aufgearbeitet sind. Das hängt sicherlich auch von den Einrichtungen und ihren Möglichkeiten dann ab. Aber gibt es da irgendwie eine Schätzung, wie viel möglicherweise noch auftauchen wird oder ist das einfach nicht zu sagen? Hey, natürlich. Präparaten sind sehr stabil. Das ist klar. Es ist auch, dass beispielsweise Anatomen, Pathologen, Hirnpathologen haben alle ihr Präparaten für Unterrichts- und Forschungszwecken vorbereitet. Und während des Krieges gab es eine reichhaltiges Strom von solchen Präparaten. Es war eine Gelegenheit für die Forscher. Sicherlich, es ist unbedingt nötig, die Provenienz der Präparaten und die Identifizierung so weit wie möglich. Im Falle von dieser Ausgrabungen der vorwiegend von Knochen hinter dem Innestraße 22, das ehemalige Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie, es mehr
Man kann nicht sagen, okay, nur als Respekt für die Opfer können wir keine eingreifende Identifikation machen. Ich glaube, meiner Meinung nach ist, dass es ist im Interesse des Opfers, die Identität insoweit wie möglich zu erstellen. Und das kann man machen. Das ist machbar. Man kann zwischen ein Knochen aus Namibien und ein Knochen von einem Jude aus Osteuropa kann man eine Unterscheidung machen. Und nachdem man die nötigen Untersuchungen und weitere Ausgrabungen vollständig gemacht haben, dann geht die Beantwortung über zu den Geistlichen. Aber wie ich gezeigt habe, ist die Identität des Persons manchmal nicht, wie man das vorstellen würde. Beispielsweise bei Alice Simon. Sie war evangelisch. Ihre Reste sind orthodox-jüdisch beerdigt. Man muss, in ihrem Fall gibt es Kinder. Ein Kind ist Pfarrer, interessanterweise. Und hier können, und die Kinder haben das akzeptiert in diesem Fall. Aber es ist, ich würde sagen, komplex. Man muss die aktuelle Identität des Opfers insoweit wie möglich rekonstruieren. Um den Menschen schlicht auch dann gerecht zu werden in ihrem. Genau. Weil man geht von einem Präparat, das ist was Objektives, zu einer Person. Mit seiner Identität der Person, wie der Person war. Das ist Ziel des Ganzen. Und wenn ich mit einer Familie arbeite, dann kann ich von der Familie viele Fragen stellen über die Persönlichkeit des Betroffenen. Und das finde ich zur Würdigung unbedingt nötig. Das ist Hauptziel. Und da verbringe ich viel Zeit drüber, weil mit 28.000 Personen ist das eine Herausforderung. Aber es ist nötig. Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige und auch beeindruckende Arbeit, die Sie dort leisten. Sie haben vorhin noch mal zum Schluss skizziert, inwieweit die Rassenforschung und auch die damit verbundenen Forscher und Forscherinnen eben da opportunistische Ziele verfolgt haben im Zuge der Radikalisierung der Verfolgungsmaßung, ihre Forschungsinteressen sozusagen massiv weiter zu verfolgen und auszubauen. Können Sie vielleicht noch ein bisschen auch die politische Seite beleuchten? Also sicherlich hat die nationalsozialistische Führung über diese Forschung ein Stück weit auch ihre Ideologien legitimiert. Aber kann man dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik noch ein bisschen näher beschreiben? Okay, es gab mehrere Institutionen, die Wissenschaft unterstützt hat. Das heißt, es gibt das SS-Ahnenerbe, es hängt sehr zusammen mit Himmlers Ansichten, einer Art mörderischer Forschung. Es gibt aber auch Forscher, die für ihr eigenes Forschungsanliegen Unterstützung suchten. Das heißt, beispielsweise bei Alice Simon, sie war in Auschwitz in Block 20. Block 20 war für Karl Klaubergs Versuchen für chemische Sterilisation. Mhm. Das heißt, unterstützt von der SS, aber Klauberg war vorwiegend interessiert in die
eine Art Therapie für Infertilität. Das war Klaubergs Ziel. Das heißt, Ziel der NS-Ziel und Forscherzielen gehen auseinander. Manchmal sind sie sehr eng zusammen. Man sieht es bei den jüdischen Skelettsammlungen beispielsweise. Fleischhacker bemühte sich zu sagen, oh, das war nicht sein Ziel. Der wollte bloß die anthropologische Untersuchung. Das ist, kann man das glauben? Man könnte wirklich skeptisch sein. Aber das heißt, es gibt eine Anzahl von Forschungsanliegen und es gibt auch von den NSS-Seiten auch verschiedene Erwartungen. Natürlich die Juden und Sinti und Roma-Ausrottung zu beschleunigen einerseits, aber andererseits, ja, sie sind doch Arbeitskräfte. Vielleicht können wir Röntgensterilisation machen. Hat man auch in Auschwitz systematische Röntgensterilisation erprobt. Das ist sehr, ich würde sagen, es gibt eine Anzahl von Positionen. Auch Mengele wollte seine Habilitation durchführen. Und er wollte seine Nachkriegskarriere, er sorgte für seine Nachkriegskarriere. Es ist sehr interessant, inwieweit Wissenschaftler haben sich promoviert mit Forschungen in Konzentrationslagern einerseits, und dazu auch, es gab Habilitationsbestrebungen, die teilweise durchgeführt waren. Das heißt, die normale wissenschaftliche Laufbahn war so in diesem Kontext weiterentwickelt. Sie haben das vorhin schon gesagt, dass viele der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach dem Ende des Nationalsozialismus, nach dem Kriegsende im Prinzip straflos geblieben sind und eigentlich bruchlos ihr Leben dann fortgesetzt haben in der Bundesrepublik, in der DDR oder in anderen Teilen der Welt. Manchmal waren sie noch als Ärzte oder als Forscher tätig, manchmal auch nicht, wie zum Beispiel die beiden Anthropologinnen, die wir in der Ausstellung präsentieren. Dennoch, die Rassenforschung war 1945 ja aufgrund der mörderischen Folgen diskreditiert, aber im Prinzip war sie ja nicht auch zu Ende. Also viele dieser Forscher haben ihre Tätigkeit fortgesetzt, aber wie muss man sich das vorstellen nach 1945? Ich denke, es gibt auch noch mal einen Unterschied zwischen den Ärzten und sicherlich den Anthropologen, die nach 1945 noch tätig gewesen sind. Gab es auch für diesen, vorher gab es die Kategorie der Rasse, der Rassen. Wie setzt sich das nach 1945 fort? Das ist eine sehr interessante Frage. Humangenetik war sehr willkommen für Ärzte und auch für Anthropologen. Und beide haben ihre Forschung modernisiert. Sophie Erhardt wie Hans Fleischhacker sind Beispiele von Forschern, die es ging einfach weiter für diese. Es gab schon einen Nürnberger Ärzteprozess und ich glaube, etwa 20% der Täter waren entweder gestraft oder sogar es gab Todesstrafe für sie. Aber für die anderen waren ziemlich schnell freigesprochen oder eine kurze Internierung und sonst gab es gar nichts mehr. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich. Es ist nicht, dass gar nichts gemacht war. Es gibt schon Prozesse,
aber die Prozesse, es, besonders unter dem Rechtssystem der Bundesrepublik, es war die Richter besonders, waren sehr, sehr sanft und haben sehr viel Verstand für die Täter. Ja, es ist, und damit sieht man, dass es gab nicht nur Präparaten, es gab auch die Interessen, die weiterhin Interesse an den Präparaten hatten. Mhm. Und sie haben, Hallervorden ist ein sehr gutes Beispiel, in den 60er Jahren und dann Studenten, eine Generation von Studenten waren dann auch in leitender Stelle und sie haben dann die Sammlungen aufrechterhalten, in den 80er Jahren. Und wir haben auch die, wie kann man sagen, dass ihr Vorgänger wirklich nur an Wissenschaft interessiert war. Und das ist eine viel zu enge, das ist viel zu eng gesehen, würde ich sagen. Das heißt, gibt es Fälle, wo der Euthanasieforscher auch die klinische Selektion gemacht, durchgeführt hat, an lebende an Familien, an, und die selektiert waren dann für Mord. Ich glaube, es gibt Fälle, wo sowas stattgefunden hat. Und man kann sich, bei Mengele kann man sich, bei so einem, Mengele ist einerseits, hat Massenmord durchgeführt, aber am Ende hat seine Zwillinge Leben erhalten, die noch am Leben waren. Manchmal gab es die Bemühungen, alle der Forschungspersonen zu eliminieren. Das sieht man beispielsweise in Hamburg bei den Kindern von den Bullenhusendamm. Diese Kinder waren ermordet, nur weil sie haben den Versuch überlebt, einerseits. Aber andererseits, es gab auch Gruppen, wie beispielsweise in Sachsenhausen, die Hepatitis, Gruppe von Juden aus Auschwitz, die jüdische Kinder aus Auschwitz, die für Hepatitis-Forschungen nach Sachsenhausen geholt waren. Und auch die Mengele-Zwillinge, sehr viel haben überlebt. Nicht alle, manche waren schon getötet für Forschung. Er hatte seine pathologische Mannschaft, die pathologische, aber er wollte gezielt töten. Das heißt Mengele verdient viel mehr und viel genauer Acht, als was man ihm bis jetzt gegeben hat in seine Forschungen. Wir sprechen die ganze Zeit immer von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Wir bezeichnen die Rassenforschung, wenn wir über die NS-Zeit sprechen, auch als wissenschaftliche Disziplin. Als wir die Ausstellung erarbeitet haben, da fiel öfter mal, insbesondere von dem Kollegen Ulrich Baumann und mir, der Begriff Pseudowissenschaft, oder wir haben manchmal gesagt, was für ein pseudowissenschaftlicher Quatsch. Und dann hat uns Frau Berner eben und auch Götz Ali noch mal ein bisschen erhellt, den Begriff noch mal einzuordnen, und hat eben immer wieder gesagt, aus der damaligen Perspektive wurde es eben als wissenschaftlich betrachtet. Das, wie wir das heute bewerten, ist eben einfach eine Perspektive heute. Aber die Frage ist,
die mich noch mal interessieren würde, wurde diese Form von Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit denn schon damals auch in Frage gestellt? Also ist der Begriff auch vielleicht schon damals oder die Rassenforschung als Wissenschaft kritisiert worden? Okay. Nach dem Krieg wollte man eine Art Kluft anbauen oder einführen zwischen die Tätigkeit und der Nationalsozialismus und die echte wissenschaftliche Forschung. Und man sieht dieser Begriff Pseudowissenschaft, das war teilweise von den Alliierten schon verwendet mit Bezug auf der deutschen Rassebegriff. Das war beispielsweise von Julius Huxley in Großbritannien, selber Eugeniker, aber er betrachtete die deutsche Rassenbegriff als unwissenschaftlich, als eine Art Pseudowissenschaft. Und dann, es war sehr willkommen, weil die Opfer der Menschenversuche waren wenn man die Rechtslage ansieht, das war immer für pseudowissenschaftliche Forschung. Aber die Legitimation war aktuell, es gab eine wissenschaftliche Legitimation, nur dass diese Legitimation war unmenschlich, unethisch und eine unbegrenzte Ausbeutung von Menschenleben. Das heißt, Pseudowissenschaft war es nicht, das war echte Wissenschaft, ohne eine menschliche Verantwortungssinn. Das hat gefehlt. Und in den 90er Jahren ging dieser Begriff der eine Pseudowissenschaft etwas zurück und es wird immer weniger verwendet. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch gelernt habe während des Ausstellungsprozesses. Vielen Dank auch nochmal für die Einordnung jetzt. Womit ich noch ein bisschen mich beschäftigt habe, weil es mich einfach interessiert hat und ich könnte mir vorstellen, dass das auch unsere Zuhörer nochmal interessiert, ist, dass die Rassenforschung im Nationalsozialismus im Deutschen Reich ja schon damals auch eine internationale Forschungsdisziplin gewesen ist. Und vielleicht können Sie auch noch mal ausführen, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass es auch Forscher gab, die das damals als Pseudowissenschaft bezeichnet haben. Inwieweit ist die Entwicklung im Nationalsozialismus, also die zunehmende Radikalisierung und den von Ihnen auch ausführlich beschriebenen Opportunismus bis hin zur Vernichtung von einer Vielzahl an Menschenleben. Inwieweit ist das von der ausländischen Forschung beobachtet worden? Ist es interessiert, begleitet worden, vielleicht sogar begeistert, unterstützt worden? Oder war es eher doch eine kritisch ablehnende Haltung? Okay. Sicherlich in Ländern, wo es gab kein Bündnis zu Deutschland. Es gab Bemühungen, sehr stark die NS-wissenschaftliche Rassenbegriffe zu entgegnen. Das heißt beispielsweise von Friedrich Boas, ein lang emigrierten Anthropologe in New York. Er hat organisiert eine systematische Gegenschaft gegen die NS-Rassentheorie. Das ist vor dem Krieg. Und in internationale Tagungen, beispielsweise in der Anthropologie, es gab sehr starke Auseinandersetzungen. Auch in Frankreich, auch in der damaligen Tschechoslowakei, diese Gruppierungen, die sahen, das ist, wie
gefährlich und eine potenzielle menschenzerstörende Kapazität und den NS innerhalb des NS-Rassenbegriff, was es schon gibt. Es war schon vor dem Krieg sehr thematisiert, aber leider nur thematisiert und es steht da als Prinzipien und dann nach dem Krieg natürlich mit der UNESCO Erklärung über Menschheit und es gab eine UNESCO Erklärung über die dass die um den Rassenbegriff zu entgegnen. Da sieht man das auch in den und im Allgemeinen in den nach 45 in den Menschenrechts, in der Entwicklung auf ethisch, juristisch und auch auf wissenschaftlicher Basis, das sieht man beim UNESCO, sind alle eine Reaktion gegen diese NS-Entwicklungen. Und die Entwicklungen sind nicht zu unterschätzen, wie wir gerade verstehen. Es gibt so viele Fälle von Rassen, wie wir von Rassenforschung von an der Schwelle der Vernichtung. Das sieht man gerade bei Ihrer Ausstellung. Herr Professor Weining, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für Ihren Vortrag, für das Gespräch. Ich habe heute vieles nochmal gelernt zu diesem Thema. Ich möchte jetzt Sie, sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Ich möchte noch mal auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Diese wird nach Ostern, und zwar am 13. April, wieder um 19 Uhr als Livestream stattfinden. Thema wird sein: Ausschaltung der Juden und des jüdischen Geistes, nationalsozialistische Kulturpolitik zwischen 1920 und 1945. Referent ist Dr. Jörg Osterloh, der am Fritz-Bauer-Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist. Und ich denke, auch das könnte interessante Einblicke geben in auch ein bisher noch unterbelichtetes Forschungsfeld. Und damit verbleibe ich und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.